Und in diesem Sinne einen wunderschönen guten Tag, meine Freunde aus der wunderschönen Weststeiermark. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, ihr hattet einen angenehmen Tag. Ich hoffe, ihr hattet eine angenehme Woche. Einige von euch, und ich gehe mal davon aus, die meisten von euch haben vor ein paar Tagen diesen wundervollen Teaser gesehen, den ich hochgeladen habe. Bauernhofwoche 2022. Sei dabei. Hä? Was? Was ist denn das? Was ist denn da los? Einige von euch kennen die Bauernhofwoche ja schon. Einige von euch waren ja sogar schon mal in den letzten Jahren hier live mit dabei, mit vor Ort. Und einige davon haben sich bereits auch schon für dieses Jahr wieder angemeldet. Aber wie ich so bemerkt habe, habe ich einige Nachrichten bekommen und ich wurde gefragt, sag mal, was ist das, wie funktioniert das, wie läuft das Ganze ab da, was kann man sich darunter vorstellen? Ganz kurze Story. Vor etwa 2,5 Jahren habe ich begonnen, diese aufgelassene Landwirtschaft wieder, sage ich mal, in Schuss zu bekommen, ja, zu sanieren, zu renovieren und das Ganze wieder auf, ja, in Ordnung zu bekommen, sage ich mal. Und das Ganze wäre natürlich großteils ohne eure Unterstützung nicht möglich gewesen. Und der aktuelle Stand der Dinge ist der, dass, ich sage mal so, der Raum um den oder der Bereich rund um das Haupthaus so einigermaßen fit gebracht wurde. Aber wir haben hier noch am südlichen oder im südlichen Teil des Grundstücks noch hier hinten, kann man das erkennen? Kann man das erkennen? Eine alte Scheune und hier den aus dem Teaser bekannt, den alten Stall. Und dieser alte Stall ist leider etwas, danke, jetzt fängt der Nachbar mit der Kreissäge zu sägen, sehr gut. Und dieser alte Stall ist leider ja etwas verfallen und was wird passieren? Ich habe natürlich vor, auch wie bei den anderen Umbauten, so viel wie möglich von diesen alten Werten, sage ich mal, so aufrechtzuerhalten. Das heißt, so wenig wie möglich zu entsorgen, sondern das meiste, so gut es geht, weiter bzw. wieder zu verwenden. Das heißt, dieses wundervolle Stallgebäude, ja, wird nicht abgerissen, so wie es im Teaser steht, sondern es wird abgetragen. Das heißt, es wird versucht, so viel wie möglich davon nicht zu entsorgen, wie zum Beispiel hier diese alten massiven Balken und so weiter. Das ist alles trocken, das ist alles gut, das ist alles schön und dementsprechend wollen wir das auch nicht entsorgen, sondern dieses Material, welches hier abgebaut wird, wird dazu verwendet, um die Scheune hier vorne zu renovieren. Ja? Und in weiterer Folge spricht auch nichts dagegen, wenn das Ganze mal abgebaut ist, hier das Fundament mal zu betrachten, wie sieht das Ganze aus. Ja? Ist es gut? Wenn nein, korrigiert man das Ganze und dann wird hier möglicherweise, das heißt möglicherweise, hier habe ich definitiv vor, nochmal so quasi ein Blockhaus am Waldrand zu bauen. Wisst ihr? So etwas Schnuggeliges. Ja, that's the point. Und wie sieht die Bauernhofwoche aus? Und ihr, meine Freunde, seid in diesem Fall gefragt, beziehungsweise eure Unterstützung, euer Support steht in dem Fall natürlich im Vordergrund, wie schon gesagt. Vieles hätte ich ohne eure Hilfe hier auch gar nicht geschafft. Ihr habt die Möglichkeit, live mit dabei zu sein. Das bedeutet, ihr könnt, wenn ihr wollt, vom 13. bis zum 21. August hier vor Ort kommen. Wir haben im Haus Platz für ca. 10 bis 12 Personen. Ja, wenn mehr Leute anreisen sollten, es ist überhaupt kein Problem. Wir haben hier mehrere Hektar Wiesenfläche. Man kann hier campen, man kann sich hier austoben. Also es ist wirklich Platz für euch, ihr könnt hier kostenlos kommen, ja. Ihr werdet kulinarisch versorgt, es gibt zu trinken, es gibt zu essen, am Abend Lagerfeuer, zusammensitzen, ein bisschen Musik, ein bisschen Spaß haben. Das Ganze wird natürlich größtenteils gestreamt, aufgenommen, für YouTube-Videos verwendet. Das heißt, solltet ihr kamerascheu sein, dann schwierig, dann ist es vielleicht besser, ihr guckt euch das auf YouTube oder auf Twitch an, aber wenn euch das nicht stört, dass ihr in weiterer Folge auf YouTube oder Twitch verewigt werdet, dann könnt ihr natürlich sehr gerne kommen. In den letzten Jahren waren ja Leute dabei, die teilweise hunderte Kilometer angereist sind, um hier mit dabei zu sein, für nur einen oder alle 10 Tage. Es spielt absolut keine Rolle. Ihr könnt einen Tag kommen, 2 Tage, 3 Tage, ihr könnt die ganze Woche kommen. Es ist überhaupt kein Problem. Wichtig ist es nur, ich habe es auch verlinkt in der Videobeschreibung, und zwar dieses Google-Dokument, da seht ihr, wer sich schon angemeldet hat und an welchen Tagen diejenigen da sein werden. Ja? Wenn ihr euch anmelden möchtet, schreibt mir bitte entweder in die Kommentare oder eine PM auf Facebook, Twitter, Instagram etc. Einige Leute von euch haben meine Telefonnummer, schreibt mir auf WhatsApp, ist es überhaupt kein Problem. Sagt mir, von wann bis wann ihr da seid. Ihr kommt auf die Liste und wir freuen uns gemeinsam auf den 13. August, würde ich sagen. Und es wird auch Leute geben, die keine Zeit haben,
die Urlaub haben, aber trotzdem eine gewisse Form der Unterstützung dazu beitragen möchten und dafür, und das soll jetzt überhaupt keine Bäterei sein oder so, nee, gar nicht, aber die Liste gibt es ja auch schon länger, findet ihr in der Videobeschreibung eine Amazon-Wishlist für ja, Werkzeug und Material und dergleichen, welches hier am Bauernhof noch benötigt wird, und dementsprechend steht es euch natürlich frei, auch diese Liste durchzugucken und vielleicht einen kleinen Beitrag dabei zu steuern. Sagt man das so? Ja. Ja, wie gesagt, sollte es noch weitere Fragen geben, ja, gerne in die Videokommentare. Und wenn ihr nichts weiteres hier auf diesem Kanal verpassen wollt, spricht euch absolut nichts dagegen, den Kanal zu abonnieren. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen über einen Daumen nach oben, meine Freunde. Und in diesem Sinne, ich freue mich auf den 13. August, wenn wir uns hier alle gemeinsam sehen, hier gemeinsam treffen und hier gemeinsam zur Tat schreiten und ja, mir der ein oder andere von euch dabei hilft, dieses wundervolle Stallgebäude abzubauen und so viel wie möglich von diesen alten Werten, von diesen alten Materialien ja, erhalten zu lassen. Ja? Und in diesem Sinne, ich bin raus. Danke fürs Dabeisein. Euer Viva.